ein weiteres sehr sinnloses Gespräch zwischen Jojo und Engel. Viel Spaß. Kein anderer hat verdient, Alkohol zu sprechen. Naja, so viel habe ich eigentlich gar nicht getan. Nur Takes abgegeben. Aber du bist so flauschig. Mit Akzent. Ich werde versuchen, schlauere Takes als die alten zu produzieren. Ich auch. Ich glaube, Miki macht keine Erzählerin. Die hat schon zu viel bekommen. Teilweise war ich ja völlig erschöpft beim Aufnehmen und klang so, als würde ich gleich umkippen. Na, kann man verstehen. Vom hat sie ja nur ersetzt. Ja, aber die alte Erzählerin hat sich nie mehr bei mir gemeldet. Wie nett und charmant. Ja, da wollten die anderen auch nicht mehr, weil... Na, kein Bock. Das ist ja auch äußerst charmant. Vor allem, wenn man nur ein paar Sätze hat. Ja, wenn überhaupt. Eigentlich nur so ein Wort, und zwar... Hi. Oder... total akzentfrei. Oh mein Gott, so ein langer Text, da brauchst du ja Stunden. Wenn nicht gleich Wochen. Monate, Engel, Monate. Es erinnert mich an unser sinnloses SMS-Gespräch, das wir aufgenommen haben. Geistesblitz. Oh mein Gott, ja. Ich lache mir gerade einen ab, ne? Wir sind so unglaublich doof. So wie ich mal geschrieben habe, wir können nichts außer dumm sein. Haha, dumme 3M. So wie Cookie. Wir sind alle so klug. Mit K. So wie Jace. K-L-U-K. 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 Übrigens, seitdem ist K ein kluger Buchstabe. Nur doof, dass ich in meiner Arbeit wirklich klug geschrieben habe. Ja. Oh, Engel. Die Lehrerin fand das unklug. Deshalb hat sie keinen Keimnamen. Und kein verstecktes K. By the way, was machst du gerade? Nix, du. Ich wollte gerade frei mit A schreiben. Frei! Oh mein Gott, wie deutsch. Jojo, du revolutionierst Deutsch. Lesen. Und was? Eine Fanfiction. Das ist so freilich klug. Wir sind so schlau. So intelliklug wie eine Giraffe. Intelliklug. Episches Wort. Ey, ey, geiler Satz in der Fanfiction. I'm not fucking overreacting. I overreacted. Könnte ich sein. Bei mir wär's eher, of course I'm overreacting, and now go and die. I overreacted. Ich schreie nicht, ich analysiere und argumentiere. Wer hat eigentlich die geilere Wutausbrüche? Ja, May oder Jojo? Oh, nebenbei. Wir mussten heute in der Schule so ein Sketch erfinden über so eine Alicia und ihren Freund Sam, die sind 16. Also Jojo hat nie Wutausbrüche. Ich meine, hallo, ich bin verliebt zu anderen. Okay. Und er hat sie halt so geschwängert, ne? Und Thema war, diskutiert jetzt, was ihr tun werdet. So, ich war Alicia, I your Sam. Er ist so voll normal diskutiert. Und irgendwann ging ich also voll in meiner Rolle auf und hab sie über den Haufen geholt. Du bist schwanger von Ayo? Sie soll sich jetzt einen fucking Job suchen und bla. Ha, und die Lehrerin, also wenn du geschwängert wirst, hat der Junge ja gar nichts zu sagen. Gut so. Ja, ne? Knarr hat über den Haufen gebrüllt und mich dabei hab totgelacht. Zusammenfassung, also Yamei lacht bei ihren Wutanfällen. Und ich hab keine. Oha. Was denn? Wie kann man? Also meine sind seltener, dafür recht heftig. Und wenn ich enraged bin, hält mich nichts mehr auf, obwohl ich alles über den Haufen, was Beine hat. Gegen mich hättest du keine Chance. Stimmt, als würde ich gegen so eine Mauer anrollen. Irgendwann wär's mir wohl zu doof und ich würde abhauen. Moment, ich bin eine Mauer? Wie vor 30 Jahren? Nein, aber so ruhig wie eine. Damals, als es doch die Grenze gab! Ich stell mir das so vor, ey. Ich hab gerade so eine Lachfläche. Das bedeutet Eichhörnchen lachen. Du stehst da und nickst so voll ruhig und sagst so, mhm, ja, mhm. Und ich stehe da und brülle random Zeug und du nur nickend, mhm, red weiter. Und ich, boah, das geht nicht, Alter! Ich hab so eine Higurashi-Lache. Und dann sag ich, ich bin nicht alt, du! Du Mensch, du! Genau, und ich laber schon von was ganz anderem. Thema wechseln, schnell gemacht. Engel Crashkurs. Teilnehmergebühr 100 Euro. Ah, genau. Besser, schneller, ablenkender. Mit Engels neuer Methode kannst auch du lernen, das Thema raten schnell zu wechseln. Aber nur wenn ihr keine Vollidioten seid, also keine kompletten. Dann müssen wir die Gebühren leider 200 erhöhen, weil nur Idioten sich so verarschen lassen. Sagenhaft, oder? Zwei Kluge, ein Gedanke.
Höchst sagenhaft. Themawechsel, jeder kann es lernen. Was ihr braucht, Cash. Und endet Themawechselkurs. Und ihr müsst Julius unwiderstehlichen Charme kennenlernen. Genau, er ist Sorgenhaft. Wir machen beide immer so epische Werbung.